Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass Nama mit uns mitkommt, aber... Naja. Sie muss ihren eigenen Weg gehen. Eigentlich war es zu erwarten. So, damit wäre diese ziemlich langatmige Sache mit dem Training vorbei. Und wir können dann wahrscheinlich dann relativ bald auch ins normale Spiel gehen. Now, what you're... That you're... Oh, Mensch. Irgendwie ist es heute mit dem Lesen bei mir nicht so. Now that you're outside Zama, you must learn how to heal yourselves on your own. You'll need a Kalu to manage your inventory. It's able to materialize stored and collected items for you. Okay, Kalu-Typen. Das hatten wir ja schon mal. Das sind diese komischen Blätterhaufen, die dann quasi als Item-Vorratslager benutzt werden können. Wunsch-Kalus sind in der Lage... Gegenstände aus der wirklichen Welt zu materialisieren, abhängig davon, was benötigt wird oder auch zufällig. Access the Kalu using the back oder select button. Danke für den Hinweis, dass das der select button ist. Or escape to access information about your current status and equipment. Okay, wenn eine Informationskalu offen ist, dann agiert es wie ein holographischer Bildschirm. Das Display kann kontrolliert werden, indem man die Oberfläche rotiert. Some clues are for teleportation. The one I've given you has a GPS function. Ehrlich, GPS? Wo sind wir denn hier? GPS-Funktion? Na gut. Teleportations-Kalus, wie der Name schon vermuten lässt, können Leute von einem Ort zu einem anderen teleportieren. Diese Art von Kalu ist größer als die anderen. Da du auf sie draufklettern kannst, um zu teleportieren. Okay, von jetzt an haben wir Zugang zum Menü. Here's the money I was able to scrounge from the palace. Most of it paid for the journey here. Wir haben 1500 Jotas. Immerhin ein Anfang. Go to the shop. And when you're ready, come back for our final lesson. The Kalu will show where the merchants in this area are by displaying an icon over them. Awesome! Shopping is always good for the moral. Let's go! Musste natürlich von einer Frau kommen. Schön Rollenbilder bedienen. Okay, wir sind dran. Können wir jetzt... Ich will das mal kurz probieren. Können wir jetzt jederzeit Aaron zu uns rufen, weil sie so mit LT da angezeigt wird, links? Nee, geht nicht. Okay, siehst du mal, das ist also eine Händlerin hier. So, können wir jetzt mit ihr reden? We would like to buy some equipment. Can we buy any? Das Handeln! Händler sind bemerkbar an diesem, sind feststellbar an diesem Icon über ihrem Kopf. Sie werden an verschiedenen Plätzen gefunden, abhängig von dem jeweiligen Gebiet. Nähere dich einem Händler und drücke X, um mit ihm zu interagieren. Du kannst neue Items kaufen oder diejenigen verkaufen, die du besitzt. Bestimmte Händler werden nur bestimmte Kategorien von Items verkaufen, aber sie werden alles kaufen, was du ihnen verkaufen willst. Das finde ich gut. Stell sicher, dass du alle Details über ein Item liest, bevor du es verkaufst oder kaufst. Das wird helfen, Gegenstände zu vergleichen und die Vorteile und Nachteile im Kampf aufzuzeigen von jedem von ihnen. Zum Beispiel. Was? Achso. Ja, ach egal. Satzstellung. Ja, geil. Wenn man dann am Ende feststellt, dass man irgendwas, was man ganz vom Ende des Satzes bräuchte, irgendwo am Anfang im Deutschen einbauen muss. Fetzt. So. Aurioniten haben zusätzliche Details in hinsichtlich der... Was? Have additional details? Okay, haben zusätzliche Informationen dann wahrscheinlich hinsichtlich des Vergleiches mit dem, was man ausgerüstet hat und was der Aurionit ausgewählt hat. Drücke Y wird dir erlauben, zwischen der Infoseite von jedem Aurioniten hin und her zu wechseln. Komischer Satz. Egal.
Das ist ideal, um die richtige Wahl für deine Kampfstrategie zu treffen. Meine Güte. Eines der Aurionitendetails erlaubt dem Spieler, die Typen von Aurioniten zu visualisieren, die ausgewählt werden, wenn man Y drückt. Ja, okay. Das endet, wenn du... Was? Das endet... Achso, das verhindert, dass du Gegenstände derselben Art kaufst oder Ausrüstungsgegenstände der gleichen Art kaufst. Für jedes Item wirst du den Namen, den Einheitspreis und die Menge sehen, die gekauft oder verkauft werden kann. Und die Menge, die verfügbar ist in dem Kalu. Nutze den linken Stick, um mit Items zu interagieren. Bewege den Stick rechts, nach rechts, um einen Gegenstand hinzuzufügen in den Warenkorb, oder bewege ihn nach links, um ihn herauszunehmen. Der Gesamtpreis wird sich automatisch updaten, aktualisieren, was auch immer. Du kannst mehrere Käufe auf einmal tätigen. Sehr schön. Drücke A, wenn du fertig bist. Ein Bestätigungsfenster wird auftauchen, sodass du den Kauf oder den Verkauf bestätigen kannst. Die Endsumme deines Kalus wird ebenfalls angezeigt. Wunderbar. Also letztendlich ganz normal kaufen. Das hätte man, glaube ich, auch kürzer halten können, dieses Tutorial. Schauen wir doch mal, was gibt's denn hier? Heart of Zama. Aurionite Ceremony for the King of Zama's Armor. Okay, das haben wir schon ausgewählt. Ach, siehst du mal, das ist gemeint gewesen mit der Zusatzinformation. Zamarine, Reinforced and Enlarged Heart of Zama. Also es ist besser sozusagen. Woran sehen wir das denn jetzt genau? Ich hab's noch nicht so ganz. Charge Ultimate Legacy plus 6. Hier ist plus 4. Also das ist doch eigentlich schlechter, oder? Sehe ich das jetzt falsch? So ganz habe ich es noch nicht geschnallt. So, wir können auch zu Aaron rüber wechseln. Die scheint aber dieselben Klamotten zu tragen, wie es aussieht. Love of Zama. AP Consumption minus 5. Okay, ich glaube, da muss ich mich mal ein bisschen reinfitzen. Das würde ich aber vielleicht nicht jetzt machen, sondern ein andermal. Damit wir hier endlich mal loskommen. Kann, glaube ich, nicht schaden. Suche nach anderen Händlern in Figuil. Das tun wir gern, aber ich weiß nicht wo. Oh, da lag was. Da lag ein Kalu. Na, sowas. Okay, dann nehmen wir die Ingwerwurzel natürlich gern mit. So, und dann würde ich sagen, gab es oben irgendjemanden? Nee, ne? Ich glaube, da brauchen wir auch nicht suchen. Dann reden wir doch einfach nochmal mit Nama und beenden diese ganze Tutorial-Nummer hier. Geh und kauf dir die Dinge, die du brauchst. Oh, nein, wieso bin ich jetzt ins Deutsche verfallen? Go and buy the things you need, then return to fight me one last time. Okay, wir müssen also offenbar kaufen. Wenn das so ist, haben wir hier irgendwas Teures, irgendwas Gutes. Ich habe es noch nicht so ganz geschnallt, ob irgendwo angezeigt wird. Hier, View Stats, da muss ich doch schauen, oder? Ah ja, okay. Hier ist die Kraft also höher. Na, dann könnte man das doch mal einsacken. Warum nicht? Was haben wir denn eigentlich an Geld? 2000 Jotas, okay. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Speed of Zama. Natürlich ist alles besser. Warum habe ich da eigentlich dran gezweifelt? So, hier geht die Kraft runter beim Samian Armband. Aber der Rest... Magie. Ne, Magie brauchen wir aber gerade nicht mit Enzo, oder? Wir schauen mal hier. Heart of Zama, da geht HP hoch. AP Max geht ein bisschen runter. Resistivity hoch. Defense hoch. Ja, komm, was soll's. Ja, damit. So... Ja, kaufen wir. Und dann gucken wir nochmal für Aaron. Heart of Zama trägt sie.
Damit geht die Defense um 2 hoch. AP Max geht ganz schön runter. Resistivity geht dafür auch mit hoch. Hm, weiß ich nicht. Sie ist dann feueranfälliger. Ach nö, das ist doof. So, schauen wir mal hier. Asama Bracelet. Das sieht doch sehr gut aus. Die Zamian Rings. Dann nehmen wir die doch anstelle des Bracelets. So, Queen of Sama, Mother of Sama erhöht die AHP. Sehr schön. Der Rest bleibt gleich. Sack mal ein. Gut. Dann werden wir uns mal kurz ausrüsten. Oh Gott. Kalu Opening. Aha. So, erstes Mal im Menü. Das sieht ja auch sehr spannend aus hier. Wir wollen zur Gear. Okay. Das Menü ist sehr verwirrend. So, jetzt werden wir uns mal ein bisschen ausrüsten. Wie geht denn das hier genau? Also, wir wollen das anlegen. Hab ich das jetzt? Hast du das? Moment. Ach doch, Equip. Ich habe das zweimal? Was? Okay, wir wollten das anlegen. Wunderbar. Ah, hier oben mit LB und RB können wir hin und her wechseln. Sama's Hand. Genau, da hatte ich ja kein anderes geholt. Hier haben wir das Speed of Sama. Das wollten wir anlegen. Und beim Blade nehmen wir das andere. Zamian. Gut. Ich dachte, die sehen da auch anders aus, die Sachen, aber das scheint immer noch das gleiche zu sein. Wechseln wir zu Aaron rüber. Sie kriegt auch ihre neuere Ausrüstung. Ich muss mal schauen, was dieses Pain oder wie auch immer es ausgesprochen wird, Pagne eben. Also erstens, wie es ausgesprochen wird und zweitens, was es bedeutet. Also Skirt ist ja klar der Rock, aber keine Ahnung, was das andere ist. So, hier die Zamian Rings noch. Und ich glaube, dann sollten wir neu ausgestattet sein. Können ja nochmal kurz was verkaufen. Und zwar bei der Gear, genau. Ja, Heart of Sama, die alten Sachen im Prinzip, die können wir doch verticken. Da gibt es nämlich ordentlich noch was. Ach ne. 91 Jotas Plus ist ja wenig. Das finde ich sehr schade. Na gut, wir haben uns auf jeden Fall neu eingedeckt. Jetzt sollen wir noch nach anderen Händlern suchen. Ich schau doch nochmal hier oben. Aber hier war ja eigentlich niemand. Wir können ja auch gar nicht mehr hin, wie es aussieht. Oder? Ah doch! Vielleicht habe ich unten auch einfach bloß den Ausgang nicht gefunden. Ich weiß es nicht so richtig. Ne, hier ging es ja nicht weiter. Und damit ist das dann auch schon wieder erschöpft. Ja. Na gut, dann probieren wir es nochmal unten und schauen mal, ob wir da dann vielleicht irgendwie doch einen Ausgang aus dem Schankraum finden. Nö. Nö. Gibt's nicht. Ach hier. Ah. Siehst du mal, das habe ich nicht gesehen. Da ging es also noch lang nach unten. Dann sammeln wir doch erstmal fröhlich. Nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen. Juhu, ein Kuchen. So, zu denen dort kommen wir nicht hin, oder? Dort am Rand. Hallo. Figgle Jetty is the entry point for the continent of Ka-Ya-Izao. People come here to escape the poverty of the other continents. Most of them are Wangas. Aha. So, das Hühnchen ist für uns uninteressant. Hmm, it looks like Baudiap Forest is full of illegal immigrants. These illegal immigrants are just a nuisance? Das habe ich auch noch nie gehört, das Wort. Why can't they stay on their own continent? Do they think life's a... Is... Achso. Do they think life's easier on Izao? We've got our own problems. Ach ja, so viel Empathie und Mitgefühl immer. Das ist wunderbar. Ihr könntet, wenn ihr Deutsche wärt, ihr könntet direkt zur AfD gehen. So, Entschuldigung. Ich will eigentlich nicht immer politisch werden, aber ich bin ein relativ politischer Mensch und ich habe absolut kein Verständnis dafür, wenn man sich absolut gar nicht in die Lage von Flüchtlingen hineinversetzen kann, was die durchlitten haben und dass sie wirklich vielleicht auch mal vor etwas fliehen
und einfach nur die Chance suchen, ein gutes Leben zu führen, die wir immer haben. Also wir müssen das nie erleben, was Leute, die irgendwo von irgendwo fliehen müssen, schon erlebt haben. Von daher, ich find's immer ein bisschen mies, voreilig zu urteilen, weil man selbst es überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie es solchen Menschen geht. Wir leben einfach in einem Land, in dem ist nun mal, auch wenn man sich immer über jeden Scheiß aufregen kann, einfach alles in Ordnung und sehr gut. Also wir leben in einem der besten Länder, in dem man leben kann auf der Welt. So, Jeff. You should always stock up on your food before you go adventuring. You need for food for stamina. No shit. Welcome, Papa. What can I do for you? Wieso Papa? So, bei ihm gibt's viel zu essen. Wunderbar. Er hat auch nichts anderes. Dann lassen wir ihn, glaube ich, mal. War das jetzt... Es war der hier. Okay, ich dachte, wir hätten mit den Frauen da hinten geredet, aber nee. Oder warst du das? Nein, du bist ein anderer. Roots and leaves can restore your HP and your AP. You need them to survive. Gut, ich glaube aber, wir haben eigentlich genug an Nahrung erstmal bei uns. So, Nama Purchases, wunderbar. Es gibt ja echt für jeden Scheiß ein Achievement. Wahnsinn. So, damit können wir dann endlich zum letzten Kampf mit Nama antreten. Ich nehme mal an, wir werden sie im Laufe des Spiels schon noch wiedersehen, aber vorerst wird das wohl unser Abschied mit dir sein. Do you have what you need? I'm going to give you one final lesson. We'll see. Let's go! I'm sorry for attacking Zama. Der ist immer noch da. Mensch. Ach ne, er ist weg. Okay, es war einfach bloß immer noch derselbe Bildschirm. Here's the last practical lesson, and it's gonna hurt, kid. Aaron, I won't hold back this time. Oh, okay. She's fast. I must stay on my guard and attack when she's off guard. Wow, geht schon los? Ich muss doch mal was sagen vorher. Wow! Zack! Okay, wir ziehen uns mal kurz zurück. Ah, nö. Vergiss es. Ey, du Sau! Oh, Mist, jetzt habe ich irgendwas weggedrückt. Das tut mir leid. Ich kann auch keiner mit rechnen, dass sie plötzlich zu quatschen anfängt. I'm waiting for you, Jew! La la la! Ich gehe dann mal. So, mal kurz geheilt. Ich glaube, wir gehen dann auch mal in unseren aurionischen Status. End of the warm-up. I won't pull my punches. Show me what you've got, young Coriodon. I can go beyond my AP limit to deal her more damage. Honor! Ach nee, lass doch die Scheiße. Hat die mich getroffen? Oh, der Rising Hummingbird. Gut, ich würde sagen, wir laden mal ein bisschen unsere AP auf. Lass doch mal den Mist hier immer, Mensch. Okay, Kolibri, was auch immer. Shit. Oh, das ist natürlich schlau, nochmal reinzulaufen. So, ich will mich doch einfach bloß mal ein bisschen aufladen hier, Mensch, Mädel. Ah. Bist du nervig oder was? So, da kommt schon wieder die Kolibri-Attacke. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Sie meint es aber auch ernst, kann das sein? So, dann verteilen wir auch mal ein bisschen hier unsere Attacken. Jawoll! Kannst du mal sehen, Alter. Ich habe teilweise keine Ahnung, was ich drücke, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. So, dann laden wir nochmal unsere AP wieder auf. Oh ja, und wir heilen uns auch mal. Oh, nicht schon wieder.
Wie konnte man gleich nochmal abwehren und verteidigen? Ich weiß es nicht mehr. So, vergiss es doch, Alte. Dem weiche ich aus, anstatt irgendwie reinzugehen. Und ich glaube, wir haben es geschafft. So ganz stecke ich immer noch nicht drin in der Art von Kampf, aber hey, was soll's. Wir haben den Kampf überstanden und es gab offenbar ein Level-Up für uns. Wunderbar.